Wir saßen gerade in der Session Online First. Hast du eine Idee, wie wir das für die VHS verwenden könnten? Würde das was für uns bringen? Ich denke, dass das auf jeden Fall was für uns bringt, denn wir haben ganz viel gelernt darüber, wie Online-Formate im Grunde auch unseren Unterricht bereichern können. Und ich denke, dass wir da viele Formate einfach mal ausprobieren sollten. Es eignet sich nicht für alle Programmbereiche, aber es gibt ganz bestimmt einige Programmbereiche, wo wir das gut ausprobieren können. Also für mich wäre das ganz gut im Bereich der politischen Bildung. Da könnte ich mir alle möglichen Sachen auch vorstellen. Natürlich auch unsere alte VHS-Satzung, die wir mit einem Barcamp auch zum Beispiel, aber auch mit dem MOOC vielleicht nochmal umsetzen können. Was würdest du davon halten? Also die alte VHS-Satzung ist ja was, wo es ja um Partizipation geht. Insofern wäre das natürlich ein Thema, also würden sich sozusagen Methode und Thema gut ergänzen, weil wir ja dringend auch darauf angewiesen sind, zu hören, was unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer meinen und die auch im Grunde in die Programmgestaltung mit einzubinden. Und da wäre so ein Online-Seminar natürlich auch eine gute Variante, um erstmal abzufragen oder vielleicht auch den potenziellen Teilnehmerkreis an so einem Seminar zu erweitern. Wir können ja auch nochmal den Kollegen aus Hamburg mal nochmal per Skype einschalten und mal den befragen, wie der MOOC gelaufen ist. Welchen? Also VHS-MOOC, ein Kollege, der Verwaltungschef aus Hamburg, war da mit federführend, sehr engagiert auch und hatte mitgestaltet auch und der war bei mir im Barcamp auch mit drin und ist dann auch zugeschaltet worden. Das fände ich ziemlich spannend. Ja, jeder, der gute Erfahrung hat und sie hier bei uns in Gelsenkirchen anbringen kann, ist herzlich willkommen.